Die geht hoch auf 4. Bei 5, die... bei 5,1 sinkt die Stimmt. immer wieder. Stimmt. Geil, ne? Geil. Und ja. Auch noch 5,2 und dann steigt die wieder, sinkt die wieder. Aber ich mach die mal aus, weil das kostet Kohle. Und wozu ist das Teil da? Da packt man Waben rein in Zentrifuge. Und daraus kriegst du dann halt Sachen wie Bienenwachs, so eine Sachen halt. Und wozu ist die ist die Sterling-Motor da? Der treibt das an. Und kann man das mit was Ungefährlichem antreiben? Ja, mit Redstone-Motoren, aber die sind ultra langsam. So. Und hier ist das eigentlich total ungefährlich. Ja, ich meine nur sonst woanders. Dann kannst du das hier ja als Bienenhaus nehmen oder so. Ey, dann könntest du theoretisch hier ja auch an den Hauswänden diese anderen Bienenkisten machen mit gefrorenen Viechern da, ne? Ja. Wenn ich dir noch welche besorgen würde. Ich muss nur halt noch Bienenhäuser finden. Entweder du findest noch ein NPC-Dorf, das wäre ganz gut, ganz passend. Weil ich bin, oder ich gucke einfach mal zum nächsten Mal, ob ich da was finde. Naja, klar finde ich da was, ich muss mich nur schlau machen. Ich glaube, ich druck mal ein paar Rezepte aus. Da kommt so ein Bild von meinem Arsch. Könntest du mir gleich noch helfen, hier diesen Kackberg abzutragen? Ja. Verdammt, Creeper auf dem Berg da. Ich schleich mich mal dran vorbei. Verdammt, er hat mich gesehen. Er kommt nicht rein. Yay. Tot. So, da packe ich mal Kupfer rein. So, was ich jetzt machen wollte, war erstmal ein Schwert. Schwert. Dazu mache ich mal... Ach, kein Eisenmensch. Ich habe so viel von den Edelsteinen und... Ach, eine Axt mache ich auch gleich mal. Rosanna. Rosanna, freaking old mama. Timmy, Timmy, fuck all day. What's my motherfucking name? Rosanna, freaking old mama. Ich mag das Lied. Ich habe 45 Schneeblöcke. Ich habe einen Orgasmus. Ich habe 2 Knochen. Oh, lol, ich habe einen Kescher. Seit wann habe ich einen Kescher? Hatte ich die ganze Zeit dabei? Ich hatte die ganze Zeit einen Kescher dabei! Du Trottel! manchmal könnte ich dich umbringen. Na gut, ich habe dich letztes schon mal umgebracht, aber manchmal könnte ich dich umbringen. Also so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Wir haben mehr Bienen, als wir brauchen. Momentan. Ja, und man kann nie genug Bienen haben, finde ich. Das ist so wie Eisen oder so. Wow! Der Creeper war ja noch da! Haha. Ist irgendwas kaputt gegangen? Irgendwas Wichtiges, was uns beiden gehört? Also vom Haus ist glücklicherweise nichts kaputt gegangen, aber der Boden davor. So, ja, das kannst du ja reparieren. Also nicht direkt davor, nur so links daneben. Was? Links daneben? Wäre es rechts daneben gewesen? Okay, aber links daneben. Ich muss dich töten. Tippi mich jetzt so zu dir, bring dich um. Du so, wieso? Ich so, warte mal, wieso konnte das passieren? Ich hab doch PvP ausgestellt. Tja, ich bin ein Hacker. Machst du auch eigentlich immer Backups hier von der Map? Hätte ich mal machen sollen, ja. Nee, echt nicht, habe ich nicht dran gedacht. Aber doch, von vor 2 Takes, glaube ich. Wann wollen wir das denn machen, dass man die immer downloaden kann? Bald. Wann bald? Weiß ich noch nicht. Ab Folge 200? Ach Quatsch, so spät doch noch nicht. Nicht mehr so spät, das mache ich schon früher. Ich glaube, das mache ich jetzt schon. Das Dumme ist, die sehen Folge 30 und ich gebe die Map dazu zum Download, dabei ist die Map schon im Stand von Folge 50 oder so. Ich müsste theoretisch eigentlich die Map jetzt von jetzt hier bereitstellen und dann erst zum Download
anbieten, wenn die Folge auch hochgeladen ist. Ja, aber sonst wäre das scheiße. So, in die Zentrifuge kommen jetzt 5 zähe Waben. Ey, dann kriegst du bei Mediafire noch mehr Cent. Nee, ich darf Adfly-Links nicht über YouTube machen. Leider. Ja, wie machst du das denn? Einfach so den Mediafire-Link. Aber über Mediafire verdienst du kein Geld. Na, ist denn eher nur ein paar Cent gewesen, egal. Ich hab gerade mal 75 Cent verdient. Aber immerhin, ne? Wusstest du, dass ich damit besser Geld verdiene als über YouTube? Ich krieg nur nicht genug Aufrufe. Über YouTube krieg ich ja 1000 Aufrufe pro Tag. Würde ich das kriegen bei Adfly, würde ich 4 Dollar kriegen pro 1000. Und hier? 2 bis 3. Die du behalten darfst, oder? Die darf ich dann alle behalten, da bin ich ja nicht irgendwie Partner, wo Prozente abfließen. Nein, ich meine diese 2 bis 3 Dollar, die du bei YouTube bekommst. Achso, nee, die darf ich nicht behalten, das ist insgesamt, was ich verdiene. Davon krieg ich 60% bis 75. Ich schätze mal, anfangs krieg ich nur 60. Wenn ich so später besserer Partner bin, wahrscheinlich. Kommt wahrscheinlich so mit der Zeit, weil ich das wahrscheinlich vielleicht systemmäßig aufbauen muss oder schlag mich. Ja, aber immerhin, andere nehmen gleich 5, geben gleich nur 50%, die wenigstens 60. Ja. Alter, manchmal habe ich das Gefühl, die Engine hier ist manchmal recht langsam. Alter, hier wächst überall so richtig viel Gras, das nervt. Dieses hohe Gras, meine ich. Setz doch mal einen Rev-Igniter. Dann hast du überall nur noch Dreckblöcke statt Gras. Oh, da ist die ganze Landschaft ausgerottet. Hier wächst dieses Gestrüpp überall. Ja, kannst du, das kann damit, oder, Kinas? Ja, mit dem Rev-Igniter, der rottet das in Sekunden schneller alles aus. In einer Area von 500 mal 500 Blöcken. Aber auch die normalen Grasblöcke, oder? Das ist dann alles Dreck, da musst du warten, bis da irgendwann mal ein Gras draus wird. Ach toll. Ich will ja nur, dass das Gestrüpp da drauf verschwindet, weil das geht mir auf den Keks. Honigtau. Ich habe jetzt Honigtau, ich habe Bienenharz und Honigtropfen. Wäre ganz gut, wenn die mal fertig wird hier, die Zentrifuge. Die ist immer so langsam leider. Und die Redstone Engines sind ja noch langsamer. Ich glaube, 5 Redstone Engines ersetzen einen Stirling-Motor. Mhm. Und ein Verbrennungsmotor, keine Ahnung, dafür bräuchtest du 2-3 Stirling-Motoren. Weil die sind am besten, aber da muss ich Lava oder Benzin nutzen und Wasser. Da muss ich immer unnötig Benzin besorgen. Oder Lava. Oh, Honigtropfen krieg ich auch, das ist ja toll. Cool. Mann, eine Wabe noch, das kann ja wohl jetzt nicht zu lange dauern. Komm schon, komm schon! Ja? Yay! Honigtau, so jetzt mal eben die Engine aus. So, haben wir ein bisschen Honigtau verdient. Gut. Also die Waben kommen ab jetzt. Ach verdammt, ich habe die Blume hier vergessen. Sauber. So. Ich glaube, ich mache mir gelbe Lampen. Aus gelben Blumen. Oder blaue Lampen. Ich überlege noch, ob ich gelb möchte oder orange. 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 Ich mach gelb. Wie macht man nochmal Orange? Gelb und rot. Ist ja aufwendig. Da machst du, glaube ich, sogar noch Profit. Bist du bei uns in der Hütte? Nee, ne? Nee. Nee. Was passt denn am besten zu einer weißen Decke? Welche Farbe von Lampen?
Was für eine weiße Decke, ne? Ach so, weiße Wolle. Weiße Lampen. Ich glaube, die Lampen passen am besten immer zu, wenn es dieselbe Farbe hat ungefähr. Bin ich so der Meinung. Gut, also Knochenmehl, ne? Ja, bin mir sicher. Warte, ich guck mal, was normale weiße Lampen. Oh, verdammt. Normale weiße Lampen. White Lumar? Ja, Knochenmehl. Hätte mich auch gewundert, wenn das was anderes gewesen wäre. Alter, schon wieder einen ganzen Stack Iron Dust. Ich bin reich an Iron Dust hier. So, dann nehme ich mal eben... Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie macht man nochmal so einen Tank? Tank. Panzer. Obsidian brauche ich, verdammt. Kessel ist okay, Wolle ist okay. Okay, Obsidian, Kessel. Obsidian. Da muss ich ja noch was haben. Dann scheiße ich erstmal auf ein Portal für mich. Dann nehme ich mir zwei Obsidian. Glas. Dein Haus ist ja eh an dem Hauptportal, also was soll's. Ja. Obsidian, Glas, Wolle und 4 von diesen Routen. Scheiße, ich brauche ja 2 Tanks. Bist du gerade im Haus? Ja. Bist du gerade in der Homo-Hütte? Ja, achso, die Kessel habe ich vergessen. Ja, bin ich. T/TP Multi Diamant Hand. Verdammt, da ist gar kein Eisen mehr drin. Alter, 25 Eisen mal eben nehmen. So, einen Kessel gefällig. So, dass er nicht noch mehr macht. Gut, einen Kessel, 2 Obsidian, ein Glas, eine Wolle, 4 Lohnruten. Verdammt, das war bestimmt kein Glas. Ich war mir sicher, es war Glas. Das ist bestimmt irgendwas Kackiges. Ja, eine Enderperle, ich bin noch... toll, dass ich daran nicht denke. So, einen Endertank, die sehen voll geil aus. Das Dumme ist, ich habe jetzt nur noch eine Lohnroute. Und ich brauche noch 3, das bedeutet, ich muss jetzt in die Hölle gehen. Was bedeutet, ich werde mir jetzt Rüstung bauen. Ohne Ende. Und zwar, was mache ich mir denn für Rüstung? Dia will ich nicht. Da muss ich 24 Dias opfern, das mache ich nicht. Dann nehme ich lieber Eisen, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ich mir eine volle Eisenrüstung. In Hunger Games ewig drauf arbeiten, drauf zuarbeiten. Hier mal eben so voll Rüstung. Hose habe ich schon. Pass auf, was du tust, Robin. Stiefel, Eisenbahnschutz, ach, ein Helm. Wäre nicht schlecht, ne? So, jetzt habe ich die ganze Eisenrüstung. Und die anderen Rüstungsteile, die packe ich erstmal weg. Nein, nicht die. Ah. Ich habe übrigens schon Tin Cans, ne? Fill Tin Cans. Ein paar. Ja. Ohne eine Canning Machine zu haben. Einfach nur, weil ich die gefunden habe. Die kann man nämlich finden unter Teilen. Wie viel setting die eigentlich? Je nachdem, wie viel man reintut, oder was? Ja. Oh mein Gott, ein Enderman vor unserer Haustür. Ist doch gut. Scheiße. Nein! Oh, der ist in dem Haus gespawnt. Oh. Ich fühle mich so sicher, plötzlich der von hinten. Jetzt ist er bestimmt auf dem Dach. Ja, ich hab's gewusst. Na los, komm schon. Wo ist denn der jetzt? Wow! Der hat mich runtergeschubst. Der ist gemein. Wo ist denn deine Schrift da unten? Also? Der hat mich vom Dach runtergeschubst. Ich bin vom Dach ganz runtergefallen. Ich helf dir mal. Der ist ja weg anscheinend. Oh, wow, wo ist denn der jetzt wieder? Ach, da unten. Hallo. Scheiße. Ah, ich bin schon wieder runtergefallen. Wow! Scheiße, ich habe nur noch ein paar Herzen. Hilfe! 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 Ah! Yay! Aua! Scheiße, keine Ender. Doch, ich habe eine Enderperle gekriegt. Ich hab's für dich getötet. Dankeschön.
Ich hab dir das Leben gerettet, Biatch. Ich hab noch 3 Herzen und Hunger. Hab ich echt keinen Bock. Cool, ich kann dich töten. Na los. Oh mein scheiß PvP ist hier aus. Mann. Nee, ich weiß das immer. So, ja los. Plötzlich PvP ist wieder an. Und so Christian turn PvP an. On. Was wollte ich denn? Ich wollte mir Essen craften, fällt mir gerade so ein. Verdammt, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur noch Äpfel, bisschen Weizen und die Tin Cans. Also nehme ich eben die 14 Tin Cans mit. Ich gehe jetzt in die Hölle, bis dann. Verschwinden die Tin Cans eigentlich, wenn man gegessen hat? Oder sind die einfach nur leer? Ich glaube nicht, dass sie verschwinden. Nein, die verschwinden nicht. Ich muss gerade mal so überlegen. Nee, die verschwinden nicht. Die kannst du dann wieder benutzen. Wäre auch dumm, wenn die verschwinden würden. Kann man die stacken? Ja, ne? Ja. Kann man. Entweder gefüllt oder nicht gefüllt, kannst du immer stacken. Bann 1, na toll. Geht Bann eigentlich auch ganz gut gegen Lohen? Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt mal in die Hölle. Möchtest du mitkommen? Nö. Oh. Ich bin ganz allein in der Hölle. Heul doch. Heul doch. Die Folge ist hochgeladen schon, ne? Wo ich so sterbe wegen dem Creeper. Folge 13. Gut, ich fand das nicht so lustig. Ich schon. Ich so, fuck! Ich hab sogar ein paar Minuten lang, ein paar Sekunden lang habe ich gesprochen, bis mir dann aufgefallen ist, ach, Mikro ist ja noch stumm. Weil immer irgendjemand reinkommen muss. Ich glaube, den nächsten Tag nehmen wir mal auf, wenn ich irgendwie sturmfrei hab oder so. Ich glaube, jetzt müssen wir so wie, oder? Naja gut, dann produzieren wir einfach ganz viel. Irgendwann ist meine Festplatte voll mit Videos. Wie mache ich das dann, wenn die voll ist? Da müssen wir wirklich aufhören, wenn die Festplatte so überläuft. Bis ich alles hochgeladen habe. Müssen wir theoretisch wirklich machen, aber die Sucht, die ist so schrecklich. Oder wir machen die ganze Zeit Server privat im Creative-Modus und warten ein bisschen, ehe ich mal ein paar Folgen hochgeladen habe, bevor wir wieder LPT aufnehmen. Hä, wie wir machen Server privat? Naja, weil so viele Videos wir hier aufnehmen, kann ich gar nicht mit dem Uploaden hinterher. Dass wir vielleicht mal privat ein bisschen zocken, bevor wir wieder so viel LPT aufnehmen. Und auf was für eine Map? Creative Map, die Let's Show Welt. Da machen wir eine richtig tolle Let's Show Welt. So richtig firmenmäßig, so eine richtig geile aufstrebende Firma mit VW. Können wir gleich Deutsches Reich. Ja, das können wir natürlich auch. Da habe ich auch Bock drauf. Ohne Scheiß. Weißt du, was mich aufregt? Wenn man ein Teenie-Popstar ist. Nicht nur. Ich habe ein Skelett gehört, das heißt, die sind schon wieder Wither-Skelette. Die sind so hässlich. Nein, nicht nur das. Du erschreckst dich so heftig, wenn du die siehst. Weil die kommen aus dem Nichts, hast du manchmal das Gefühl. Das ist krass. Das Dumme ist, die spawnen in der Dunkelheit. Das heißt, dir bleibt nichts anderes übrig, als die ganze Map hier mal eben auszuleuchten. Deswegen machst du immer so viele Fackeln im Nesser. Und vorher war es unberechtigt. Oh, jetzt kommt hier ein Lore. Los, also schieß schon. Ich hab eine Höhle gefunden hier. Ja, jetzt schießt die, genau.